Hallo, wieder Zeit für den monatlichen Müll. Los geht es mit The Body Shop und zwar aus der Schokomania ein Sugar Scrub, was ich wirklich sehr gerne mag, habe ich auch schon nachgekauft. Ist, wie der Name schon verrät, halt so eine Zuckerpaste, die sich relativ schnell auflöst. Das heißt, ich benutze es ganz gerne, wenn die Haut nur so ein bisschen feucht ist. Also wenn ihr tatsächlich so vor euch hin tropft, dann lösen sich die Kristalle, wie gesagt, relativ schnell, weswegen dann die Peeling-Wirkung für mich auch zu schwach ist. Aber wenn die Haut nur so ganz leicht feucht ist, oder ihr könnt es natürlich auch auf trockener Haut machen, dann kann man damit tatsächlich ordentlich schrubbeln und der Duft ist natürlich, also für jeden, der Schokolade liebt, extrem lecker. Mag ich gerne, kann ich wie gesagt nur empfehlen. Ein schönes Produkt. Dann habe ich hier von Balea Reinigungstücher Himbeertrauben aufgebraucht. Die habe ich jetzt auch nicht mehr großartig fürs Gesicht benutzt, sondern eigentlich nur zum Entfernen von Swatches. War da ehrlich gesagt von der Reihe nicht so der Fan. Den Duft fand ich jetzt auch nicht besonders. Also ich hätte mir unter Himbeertrauben halt was anderes vorgestellt. War ja so ein Doppelpack, deswegen Nummer 2 habe ich jetzt auch geschafft und bin darüber auch sehr dankbar. Dann habe ich von Bath & Body Works ein Seifenteilchen leer gemacht. Das ist ja so ein Pumpspender, also Seifenschaum finde ich auch wesentlich besser als die Cleansing-Seife, die sie haben, denn ich finde, dass man mit der hier irgendwie länger hinkommt und vor allen Dingen ist die Verpackung so angelegt, dass man es tatsächlich schafft, hier fast den letzten Rest noch rauszukriegen. Das schätze ich auch sehr an solchen Produkten. Ähnliches Kaliber, allerdings wie man hier schon sieht, hat man keine Chance, da unten den Rest rauszukriegen, weil nämlich dieses Pumpteilchen gar nicht bis nach unten geht. Ist von Isana, Schaumseife Cream Peach. Einmal gekauft und nie wieder. Also der Schaum war okay, aber von dem Pfirsichduft war ja überhaupt gar nichts zu merken. Hat mich echt enttäuscht. Von daher definitiv keine Empfehlung. Was habe ich hier noch? Artico Body Contour Softening Body Scrub. War eins der Produkte, die bei mir auch auf der endlich mal aufbrauchen oder einfach nur wegschmeißen Liste stand. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, das leer zu kriegen. Der Duft war ganz angenehm. Bei dem war die Peeling-Wirkung allerdings nur so lala. Dafür fand ich die Pflegewirkung ganz gut, muss ich sagen. Also hier sollen halt auch Zuckerkristalle drin sein, aber also entweder lag es daran, dass das Ding bei mir wirklich schon ziemlich lange rumstand, dass sie sich mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst haben. Wie gesagt, Peeling-Wirkung eher nicht vorhanden, aber dafür hattet ihr so einen leichten Ölfilm auf der Haut. Mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so toll klingen. Ich persönlich finde es ganz gut, denn wenn man die Haut dann nur leicht abtupft, braucht man sich danach nicht eincremen. Also es hat für mich dann tatsächlich schon so als Pflege gereicht. Ansonsten, ja, wie gesagt, da halt die Peeling-Wirkung nicht da ist, würde ich es jetzt auch nicht nachkaufen, weil dann kann ich auch ein Körperöl benutzen. Wenn man es mal so sieht, ne? Da brauche ich kein Peeling holen. Was habe ich da? Noch ein Körperpflegeteilchen von Caudalie. So eine Zwergengröße vom Divine Oil. Ist ja nicht die erste, die ich aufgebraucht habe. Ist ein Öl, was ich wirklich sehr gerne benutze. Man kann es, glaube ich, theoretisch sogar Körper, Haare und Gesicht benutzen. Ja. Body, Face and Hair. Ich benutze es tatsächlich nur als Körperöl und da mag ich es auch sehr. Also die Pflegewirkung ist halt sehr schön. Ich mag auch erstaunlicherweise diesen doch recht warmen Duft ganz gerne. Also es ist, glaube ich, wirklich so eine Sache, entweder man mag es oder man denkt sich so, pfui Teufel. Ich, wie gesagt, mag es ganz gerne. Einfach mal dran schnuppern, ob euch der Duft gefällt. Ansonsten, wie gesagt, von der Pflegewirkung her sehr schön. Also definitiv ein Produkt, was ich empfehlen kann, was ich auch nachkaufen würde. Was haben wir hier? Boots Botanics Cleansing Toner All Bright mit Hibiskus. Ein Wald- und Wiesentoner, also hat jetzt für mich nichts Besonderes gemacht. Was aber auch okay ist. Also ich habe jetzt von dem nicht erwartet, dass sich da wunderbar auch immer verändert. Soll halt Uneinheiten entfernen, erfrischen für alle Gesichtstypen. Breiten den Hibiskus im Übrigen, ne? Ja, also davon habe ich jetzt nicht großartig was gemerkt, aber sehr gut verträglich. Und auch eine bezahlbare Marke. Von daher kann man das durchaus machen. Was habe ich denn da?
Claire Fischer regenerierende Nachthandpflege. Hab nicht die geringste Ahnung, wo ich die her habe. Claire Fischer ist doch, glaube ich, eine Apothekenmarke, oder? Also bestimmt aus irgendeiner Box. Ich tippe mal auf Glossy. Aber die war trotzdem gut. Also die Pflegewirkung fand ich auf jeden Fall sehr gut. War schön reichhaltig. Der Duft war jetzt nur ganz dezent. Von daher, wenn ihr irgendwas mögt, was halt so besonders aromatisch ist, wäre das jetzt nicht die erste Wahl, aber Pflegewirkung jetzt gerade im Winter, wenn es kalt ist, definitiv nicht verkehrt. Kann man also machen. Steht ja auch drauf, extra Pflege. Stimmt auch. So, was habe ich dann noch? Von Boots aus der Botanics-Reihe. Ich habe ja vor einer Weile, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, bei Boots mal eine Großbestellung aufgegeben und da eben diverse Produkte aus dieser Botanics-Reihe bestellt. Unter anderem hier auch dieses Hydrating Eye Serum Triple H Renewal mit Orchideenextrakt. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen, habe ich immer nachts benutzt. Die Pflegewirkung fand ich für nachts. Also klar, Eiserum, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es nicht so feuchtigkeitsspendend ist, dass man vielleicht noch was drüber pappen muss, muss man aber nicht. Also es ist jetzt keine dicke Konsistenz, also nichts besonders Schlonziges. Meine Ole Henriksen Augencreme, die ich tagsüber benutze, ist von der Textur her wesentlich fester, sondern es ist halt schon eine relativ dünnflüssige Creme. Lässt sich sehr gut verteilen, zieht sehr schnell ein. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass sie nicht zu schnell verschwindet, sondern dass tatsächlich auch über Nacht die Pflegewirkung noch da ist. Und sie war halt wirklich richtig gut verträglich. Das ist bei mir halt auch immer so ein Knackpunkt. Ich habe auch mittlerweile den Eindruck, dass Produkte, die zu viel Anti-Aging-Wirkstoffe enthalten, für meinen Augenbereich einfach nicht gut sind. Von daher bin ich mit der sehr gut gefahren und ja, habe die auf jeden Fall auf meinem Zettelchen, wenn ich wieder nach England fliege, dass ich mal gucke, weil diese Boots Botanics Sachen sind ja auch immer 3 für 2 im Angebot oder in schönster Regelmäßigkeit da im Angebot, dann würde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Dann habe ich hier von Ostia London den Perfect Cleanser. Das ist ein Cleansing Balm. 125 ml drin. Der ist sehr reichhaltig und für meinen Geschmack ein bisschen schwierig zu entfernen. Also selbst mit, ich benutze ja immer ein Reinigungstuch, also nicht diese Feuchttücher, sondern halt so ein Mikrofasertuch zur Gesichtsreinigung. Und selbst damit hatte ich immer noch den Eindruck, dass sich irgendwie noch ein bisschen was an Schicht auf dem Gesicht befindet. Das mag, glaube ich, für Leute, die sehr trockene Haut haben, vielleicht ein sehr schönes Produkt sein. Aber ich hatte bei mir, weil ich ja Mischhaut habe, das Gefühl, dass sie durchaus da, oder dass dieser Reiniger durchaus dafür sorgen könnte, dass dann bei mir mal Pickelchen entstehen. Kann ja passieren, deswegen wird ja auch vor Kokosöl-Anwendung im Gesicht bei Leuten, die zum Beispiel auch zu Akne oder sowas neigen, immer ein bisschen gewarnt. Oder das heißt immer, man muss sie extrem gut entfernen, damit halt die Poren nicht verstopft werden. Und ich glaube, das wäre bei mir so ein Kandidat, der dafür sorgen könnte. Deswegen habe ich nach dem dann tatsächlich immer noch ein zweites Reinigungsgel benutzt, um wirklich alles davon runterzubekommen. Von daher gibt es ja von mir, zumindest was ich jetzt irgendwie nachkaufen würde, keine Empfehlung. Wie gesagt, wenn ihr sehr trockene Haut habt, dann wäre es ein Produkt, was ich mir mal angucken würde. Hat auch das Make-up wirklich sehr gut entfernt, ist wie gesagt ein Balm. Wird dann auch emulgiert, sieht so ein bisschen dann aus wie eine Reinigungsmilch, also wird so weißlich. Aber wie gesagt, aufgrund dieser gefühlten Schicht, die dann irgendwie zurückgeblieben ist, ist es für mich halt kein Nachkaufkandidat. Dann habe ich hier von CoverGirl die Lash Blast Volume. Ist ja auch eine Mascara, die ich schon nachgekauft habe und auch definitiv wieder nachkaufen werde. Ich glaube, ich habe sogar noch eine im Schrank. Ich muss mal gucken. Ich habe ja dann irgendwann mal meine Vorräte alle aufgeräumt. Und ja, also mit dem Bürstchen komme ich wirklich sehr gut klar. Das Witzige ist, das sieht gar nicht mal großartig anders aus als von der anderen. Welche war denn das? Mit irgendeiner hatte ich so eine Probleme, wo ich mich ständig gepickt habe. Also wie gesagt, ich finde jetzt, wenn man so auf den ersten Blick guckt, sieht dieses Bürstchen nicht großartig anders aus als das von der Mascara, mit der ich nicht so gut zurande gekommen bin. Aber irgendwie gibt es dann wohl offensichtlich doch noch einen Unterschied.
Jedenfalls macht die ein ganz tolles Ergebnis. Und ja, also wenn ihr mal in den Staaten seid, CoverGirl Lash Blast ist ja jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Lelele, 1, 2, 3 Perfect von Bourjois, die CC Eye Cream. Der ein oder andere erinnert sich ja vielleicht noch daran. Ich hatte ja letztes Jahr drei Anläufe gebraucht, weil ich nämlich die richtige CC Cream von Bourjois haben wollte. Und jedes Mal, wenn ich auf der Webseite von Boots bestellt habe, hat man mir statt der Gesichtscreme diese Ice CC Cream zugeschickt, also den Concealer davon. Den ich jedes Mal auch nicht bezahlen musste, das ist natürlich nett, aber wenn man eigentlich ein ganz anderes Produkt haben will, ja, egal. Eins davon habe ich jetzt jedenfalls geleert. Ich fand das Produkt selber auch sehr gut, also der Concealer war sehr schön feuchtigkeitsspendend, hat sich sehr gut verteilen lassen. Deckkraft war eher mittel, würde ich sagen. Das einzig Blöde, also ist übrigens so ein Twister hier, das einzig Blöde ist, so ein Ding ist halt tatsächlich ohne Vorwarnung leer. Den einen Morgen stand ich da, schraubi schraubi, und es passierte nichts mehr. Wäre natürlich ungünstig, wenn mir sowas passiert, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und nichts anderes dabei habe, weil ich denke, müsste ja noch irgendwas drin sein. Von daher ist die Verpackung, kann man da irgendwas erkennen? Auch nicht wirklich. Also die Verpackung eher suboptimal. Dieses, wie gesagt, mit dem Schraubi-Schraubi finde ich irgendwie nicht ganz so toll. Aber ansonsten das Produkt auf jeden Fall auch eine Nachkaufempfehlung. Was haben wir denn hier? Achso, ich habe eine von den Nourishing Refining Face Masks von By Nature ausprobiert, die ich euch neulich erst im Haul gezeigt habe, bei TK Maxx erbeutet. Fand ich sehr gut. Diese Sheetmaske war erstaunlich groß. Also ich betrachte mein Gesicht schon mal als doch recht groß. Und da war definitiv noch Luft nach oben und nach rechts und nach links. Also man hätte auch noch anderthalb Gesichter unterbringen können. Die fand ich wirklich richtig gut. Also saß auch gut auf dem Gesicht. Von daher bin ich mit der schon mal sehr zufrieden, habe ich auch sehr gut vertragen, war auch wieder wie bei den anderen Masken, die ich hatte, noch so ein bisschen Serum, was ich hier unten abgesetzt hatte, was man dann eben benutzen konnte, um es schön auf dem Hals aufzutragen und im Dekolletierbereich. Also die mochte ich schon mal sehr gerne, hatte auch so das Gefühl, dass die Haut danach definitiv sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt war. Und parallel dazu habe ich dann diese kleinen Eye-Mask-Teilchen ausprobiert, die bei mir auch sehr gut funktioniert haben. Konnte man sehr schön positionieren direkt unter den Augen. Haben sich dann halt schön gesetzt, sodass man auch nicht Angst haben musste, dass einem das irgendwann aus dem Gesicht rutscht. Trägt man auch 15 Minuten. Also wie gesagt, ich habe die beiden dann halt zusammen ausprobiert und bin mit meinem Kauf sehr zufrieden. Also wie gesagt, falls ihr die seht, By Nature heißt die Firma. Gibt es einmal so ein, ich glaube auch 5er-Pack von den Augenmasken oder eben diese großen Gesichtsmasken. Kam 7 Euro bei TK Maxx. Kann man kaufen. Jo. Lange währte es, aber ich habe ihn leer bekommen. Meinen heißgeliebten Truffel-Lidschatten aus der Accessorize Kosmetikreihe, die es hier offensichtlich nicht mehr gibt, was ich wirklich sehr schade finde, habt ihr in meinem letzten Beauty-Favoriten-Video auch gesehen. Hier nochmal. Tatsächlich, ich habe wirklich die Ecken ausgekratzt, obwohl ich ein Backup habe. So toll finde ich den. Das ist wirklich für mich der weltbeste und weltschönste Lidschatten überhaupt. Ja, deswegen ist es auch sehr schade, dass sie die Linie offensichtlich eingestampft haben. Weil die Textur von diesen Lidschatten war halt auch sehr interessant. Ich stelle mir vor, dass die von Colourpop wahrscheinlich so ähnlich sein müssen, weil man bekommt sie nicht mit jedem Pinsel gut aufgenommen. Es gibt eigentlich nur einen Pinsel, und zwar von Ebelin, diesen kleinen mit dem violetten Köpfchen, der bei mir auch nach gefühlten 20 Wäschen immer noch ausblutet, was ich nicht so geil finde. Aber mit dem kriegt man halt das Produkt ganz gut hoch, weil es ist per se eigentlich kein Creme-Lidschatten. Er verhält sich aber so ein bisschen so. Also diese Textur ist halt nicht wirklich wie ein Puder-Lidschatten. Eigentlich ist die Textur so, wie ich sie bei keinem anderen Puder-Lidschatten bis jetzt erlebt habe. Sondern es ist halt auch nicht fluffig wie Mousse, es ist irgendwie ganz speziell gewesen, weil jetzt gibt es es ja nicht mehr. Ja, wie gesagt, ein Drama. Ich bin nur froh, dass ich noch ein Backup gefunden habe. Von daher winke, winke, aber wir sehen uns ja bald wieder.
Dann habe ich hier von Ilchi, dieser Organic Skincare-Reihe aus Ungarn, eine Gesichtspflege aufgebraucht. Und zwar Grape Stem Cell Moisturizer für faltige und dehydrierte Haut. Was bei mir auch der Fall war. Die mochte ich wirklich sehr gerne. Ich habe sie allerdings nur abends benutzt, weil sie keinen Lichtschutzfaktor enthält. Die konnte man sich auch wirklich, also sie war reichhaltig, aber das Gute daran war, man konnte sich die tatsächlich großzügig aufs Gesicht pappen und sie zog trotzdem gut weg. Also deswegen war ich da auch immer sehr großzügig mit. Musste jetzt auch zugeben, dass ich ja 0,216 mich ein bisschen ranhalten musste, damit mir das gute Stück nicht umkippt. Aber ich habe die wirklich extrem gerne benutzt. Fand, wie gesagt, dass die Feuchtigkeitsversorgung sehr schön war, dass meine Haut eben am nächsten Morgen gut aussah. Das ist ja das, was man erwartet von einer Gesichtscreme, ne? Also von daher ist das eine Marke, die ich auf jeden Fall auch im Auge behalten werde. Dann habe ich hier so eine Probe von Biotherm aus der Skin Best Reihe aufgebraucht. Das ist diese Öl-in-Creme-Variante. Hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal eine andere Probe von gezeigt. Ich mag die wirklich gerne. Ist halt ein sehr silikoniges Gefühl, muss man natürlich auch mögen. Komme ich aber sehr gut mit zurecht. Und was ich an der Reihe halt besonders liebe, ist der Duft. Also ich finde die einfach, den Duft so extrem entspannend. Also es ist ein schönes Produkt einfach so von der Anwendung. Kann man nicht anders sagen. Kneipp, Schaumdusche, Wachgeküsst, Orangenblüte und Jojobaöl. Hat mich nicht aus den Socken gehauen. Eigentlich ist ja Orangenblüte bei mir immer eine sichere Bank, aber dann müsste es halt auch tatsächlich richtig nach Orange riechen. Ich fand den Duft halt zu unaufdringlich. Ich mag es schon ganz gerne, wenn da morgens irgendwie im Bad ein bisschen mehr passiert. Deswegen für mich kein Produkt, was ich nachkaufen würde. Und aussortiert habe ich jetzt von Peter Thomas Roth. Ich habe es aber fast geschafft, also er wäre fast leer gewesen. Max Sheer All Day Moisturizer Defense Lotion ist halt auch schon abgelaufen, deswegen macht es nicht mehr Sinn, den zu benutzen, wenn der Lichtschutzfaktor weg ist aus dem Produkt, was für den Lichtschutz zuständig ist. War wie gesagt mit Lichtschutzfaktor 30. Ich weiß, dass ich das Produkt ganz gerne benutzt habe. Allerdings, wo es jetzt richtig warm war, nicht mehr so gerne, weil es mir da einfach zu, also es ist wirklich pastös kann man es nicht nennen, aber es war mir dann einfach zu schwer. Irgendwie für die richtig warmen Sommermonate fand ich die Textur einfach nicht angenehm. Da gibt es eben Sachen wie zum Beispiel den Sonnenschutz von Kiehl, der wirklich extrem leicht und dünnflüssig ist, die mir wesentlich besser gefallen. Deswegen wäre das jetzt kein Produkt, was ich nachkaufen würde. Ich bin aber auch, wie gesagt, dann Typ Mischhaut und im Sommer auch schon eher dann noch Richtung ölig. Also wenn ihr Kandidat extrem trocken seid oder dehydriert etc. pp. Und generell auch eher reichhaltige Texturen mögt oder abkönnt, dann könnt ihr mein Produkt kaufen. Ja, dann haben wir es schon wieder geschafft. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!